Herzlich willkommen, ihr Lieben, Basteln für die Seele. Hier findet ihr Ausflüge mit meinen Hunden, morgens zum Sonnenaufgang, vieles gebastelte Ideen. Ich probiere gerne aus und recycle gerne. Ich wünsche euch viel, viel Spaß. Am 13. Mai starb meine liebe Knutschikugel. Benny ist tot. Er war mit allen sehr verträglich. Er mochte Hunde, er mochte Katzen, wie ihr sehen könnt. Er war nicht der Bruder von Momo, aber die waren von Anfang an zusammen und auch bis zum Schluss. Momo kam immer gucken, als er hier krank war. Ruhe in Frieden. Guten Morgen, guten Morgen. Sonntagmorgen, kurz vor 7. Ja, ob ihr es glaubt oder nicht, ich schaffe das nicht mehr hochzukommen. Ich schaffe es einfach nicht. Ich bin nicht in der Lage, so früh aufzustehen, wie ich möchte. Was haben wir denn da für Vögel? Die Sonne ist so grell, ich kann kaum sehen, was hier los ist. Meine beiden Freunde, wir waren jetzt wieder mal mehrere Tage nicht raus. Alles schaffe ich einfach nicht mehr. Es ist ein wunderbarer Morgen heute, das muss ich wohl wirklich sagen. Ganz, ganz wunderbar. Es wird warm, denke ich mal. Hier ist auch jetzt gemäht worden schon das erste Mal. Ja, komm, Tara, komm, wir gehen weiter. Kommt, Hunde. Ja. Werd um kurz vor 4 wach, könnte dann eigentlich aufstehen. Spätestens, wenn ich will, nach 4 wird der Bäcker schellen. Tut er? Ja, tut er auch. Ja, und dann drehe ich mich um. Und dann schellt er nochmal und dann drehe ich mich nochmal um. Das hasse ich sowas, ne? Ich hasse das. Ich habe früher, hat der Wecker ein Tönchen von sich gegeben, wupp, raus aus dem Bett und fertig. Heute schellt er und dann wird er abgeschellt und dann schellt er wieder und dann dies und dann das. Oh, das ist wirklich ein Ablauf für Blöde. Guck mal, wer sitzt da denn? Ein Häschen. Hallo, kleiner. Kleiner Hase, du. Sonstig die Buckel. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schön das hier riecht. Frisch gemähte Gras. Ganz wunderbar. Ja, da werden sie wohl gleich zum Wenden kommen. Ach, die arbeiten auch durch. Wenn es nötig ist, arbeiten die Bauern ja auch am Sonntag durch. In die Ernte und das Getreide oder das Gras dann rein muss. Ja, das ist dann immer kein Wochenende, aber die können sich es halt einteilen. Ne? Das ist der Vorteil auf dem Land. Die können sich die Arbeit einteilen. Immer noch besser als diese... Hallo, hallo. Immer noch besser als diese von 8 bis 5 Jobs. Ne? Ein Reh. Haben wir vielleicht gestört, ich weiß nicht. Relativ weit weg allerdings. Naja. Ah, da hinten, da sind wahrscheinlich so... Kann ich jetzt nicht in Kanada-Gänse oder so vielleicht? Ja, wahrscheinlich nicht die Gänseart. Kanada-Gänse wahrscheinlich. Ich stehe auf der kleinen Brücke wieder mal. Und ihr seht, plätschern tut es nicht mehr. Der Bewuchs ist zu stark geworden. Nun gluckert es noch so ein klein bisschen auf der anderen Brückenseite. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt. Vögel singen wunderbar. Ganz herrlich. Die Luft ist richtig schön frisch. Und dann das frisch gemähte Gras. Es ist schon schön hier, das kann ich euch sagen. Auch wenn heute eigentlich ein trauriger Tag ist. Gestern Abend ist mein Benny gestorben. Benny, meine Knutschikugel. Naja, das Leben ist das Leben. Da sterben halt auch Menschen und da sterben halt auch Tiere. Leider Gottes. Es ist wie es ist und es bleibt auch nichts, wie es ist. Das ist das Leben halt. Ne? So traurig, dass immer wieder neu ist. Ja, ich habe ziemlich viel gemacht gestern. Ich habe freigeschnitten, das war ziemlich anstrengend. Ich habe den Rasen dann noch gemäht. Ja, gleich muss ich, wenn ich nach Hause komme, in aller Ruhe versuchen, ein Grab auszuheben, das habe ich noch nie gemacht, das hat mein Mann ja natürlich immer gemacht und so weiter. Ja, das habe ich noch nie und ich befürchte, das wird sehr, sehr anstrengend werden, weil wir haben sehr viel Schotter und Steine drin bei uns und wo das nicht ist, sind große Wurzeln und ich hoffe, dass ich irgendwie den Kater unter der Erde kriege alleine. Ich habe halt niemanden, den ich bitten kann in dem Moment. Ja. Ja, das sind dann so die Angelegenheiten und die Gelegenheiten, wo ich wirklich sage, ja, da ist man wirklich alleine und verlassen. Da braucht es mal einen starken Mann, der mal so einen Freischneider bedient oder der mal ein Grab aushebt. Ja, aber wie nach dem Krieg, da mussten, oder im Krieg, da mussten die Frauen auch sehen, wie sie fertig werden. Ne? Haben es auch geschafft.
leider ist man ja doch zäher, als man denkt. Ne? Aber wir wollen nicht meckern. Wir wollen den schönen Morgen genießen und dem Vogel zuhören und noch ein bisschen mit den Hunden gehen. So sehe ich die Welt auch immer gerne, ne? In diesem Lichte. Seht ihr? Und so sieht sie aus. Auf jedem Halm, ich muss immer die Brille auf und absetzen, weil die Sonne so sehr grell ist hier im Moment. Auf jedem Halm sitzen die Wassertropfen. Ja, Kanada-Gänse. Ich habe mich hier ins klatschnasse Gras gesetzt. Ich werde gleich richtig nass sein, trotz Unterlage, aber ich kann nicht weiterlaufen. Mir tut der Rücken so weh. Und die Beine. Sarah hat ganz viel Wasser auf der Nase. Weiß nicht, ob sie sich geschafft hat. Michi muss erst mal gucken, was Tara alles auf der Nase hat. Ganz viel Wasser auf der Nase. Das entfolgt die beiden, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und seit neuestem liegt man auch immer zusammen. Wobei Tara immer allein gelegen hat sonst. immer, ne? Und jetzt kann man schon mal mit der lieben Mima zusammenliegen, ne? Ja. Tara war da gar kein Freund von. Bin immer gern allein gelegen. Und jetzt geht's nur noch zusammen inzwischen. Ja, man wird älter, ne? Man weiß die Gesellschaft zu schätzen. Und da hinten sind Kühe auf der Wiese. Die haben wir schon mal gesehen beim letzten Mal, als wir hier waren. Oh, die liegen auch im Gras, die meisten, und ruhen sich aus und wieder keulen. Und da die Gänse-Spektakel so ein bisschen rum. Sind ja große Vögel, ne? Sind ja schön. Aber sie sind schon sehr häufig, glaube ich, mittlerweile hier. Kleine Schleierwolken, das ist das Einzige. Ansonsten ist der Himmel strahlend blau. Das wird ein schöner Tag, denke ich mir. Ich weiß nicht, wie sie es angesagt haben, ob sie Regen wieder heute Nachmittag haben oder... Ja, wir gucken ins Land, ihr wisst Bescheid. Ich sitze hier wirklich im klatschnassen Gras, muss mich ausruhen. Ja, diese Arbeiten überfordern mich eigentlich komplett. Aber es nützt nichts, ich will nicht klagen. Also, aber es ist halt so, dass ich danach wirklich große Schmerzen habe und mich wirklich schlecht bewegen kann. Und kann ich eh schon schlecht, aber dann noch schlechter halt. Und da ich nicht weit laufen kann, sind wir wenigstens bis hier hingegangen heute. Ne? Können wir mal was anderes sehen. Und bei uns können sie ja auch raus, so ist es ja nicht. Ne? Sie müssen ja nicht in der Wohnung sitzen. Aber es ist doch was anderes, wenn man unterwegs spazieren ist. Ne? Gucken wir uns noch mal die beiden Gänse an. Und dann mache ich mich langsam wieder auf den Rückweg. Das zählt die ganze Zeit, ne? So, ich bin ganz langsam hingegangen und hergegangen. Sie haben viel geschnubbert. Jetzt machen wir uns auf den Rückweg langsam, aber sicher. Tara ist immer noch heiß, müssen wir aufpassen, das alte Heichelude. Naja, wir gehen ja so früh, normalerweise begegnen wir ja keinen Rüden oder keinen Leuten. Naja, ist wunderbar ruhige Gegend hier bei uns, ne? Also, wenn man früh genug rauskommt, ist es ganz herrlich. Ja, da stehen die Kühe, gehen wir nochmal auf die Kühe. Ganz schlecht gehen, weil mein Rücken tut so weh jetzt inzwischen. Ja, denen geht es noch ganz gut da im Gras, gell? So, meine beiden warten jetzt auf mich. Wir gehen zurück, ne, Mimaus? Wir gehen zurück, Tara. So, ihr Lieben, bis gleich da. Sie kann es nicht lassen, jetzt ist sie schon wieder drin. Ach, Tara. Ach, du alte Wasserratte, du. Ich habe gedacht, ich könnte dich trocken nach Hause bringen heute. Weil man muss ja auch auf der Couch liegen. Man versteht dann den Zusammenhang nicht, dass man klatschnass ist. Und jetzt ist sie wirklich klatschnass. Ist hohes Wasser jetzt. Ich habe ein paar Blümchen mitgebracht. Könnt ihr die sehen? Wartet mal. Die stelle ich gleich bei dem Bild von meinem Mann. Gräser und Wildblümchen. Er geht immer mit mir in Gedanken, hoffe ich. So, da sitzen wir am Basteltisch. Tässchen Tee mit mir am Sonntagmorgen, habe ich gedacht, so Viertelstündchen ungefähr.
Ja, ich war gerade mit den Hunden spazieren. Dann habe ich versucht, den Film fertigzustellen. Da hatte ich wieder Gott weiß was für Schwierigkeiten beim Movie Maker. Der macht immer wieder Zicken. Das ist ein uraltes Programm natürlich, ihr wisst Bescheid. Und ich kann mit dem Modernen nicht umgehen, weil ich zu dämlich bin, weil ich einen an der Klatsche habe oder sowas. Ich weiß es nicht. Oje, oje. Und da war das ganze Bild wieder total gruselig, aber nicht so wenig, dass man es doch tolerieren konnte. Und es ist sehr schwierig. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt überhaupt hinkriege. Ich bin am Tricksen schon. Naja, aber nichtsdestotrotz wollte ich gerne einer Sache nachkommen, weil mich fragte man schon mal, wie lange bist du eigentlich bei Mission Inspiration dabei? Dadurch, dass ich jetzt drüber gesprochen hatte vor kurzem. Und da muss ich euch sagen, dass ich da eigentlich schon recht lange dabei war. Die Aktion selber gibt es natürlich. Also, das war mein erstes Mission Inspiration Buch. Aber, wenn ich jetzt mal richtig überlege, wartet mal, da muss ich noch mal was holen. Ach du liebe Zeit, dann habe ich auch das wieder gefunden. 18. September 21, das habe ich für Tracy Fox mal gemacht, bei einer Tracy Fox Aktion. Das habe ich jetzt auch wieder gefunden, mein William Morris Geschenkpapier. Ja, guck mal an, was man alles in den Ecken hat. Und dann habe ich hier, was habe ich hier? Guck mal, ist das ein toll, was ich für Schätze habe, das weiß ich auch gar nicht. Lebensfreude, Kraftquelle, Love. Nichts lockt die das sind ja tolle Sachen. Wann habe ich das gemacht? Ja, das Dumme ist, ich habe am Anfang gar keine Daten draufgeschrieben. Das ist das Dumme an der Sache. Das habe ich mal gemacht, glaube ich, für eine Gruppe als Titelbild. Gudrun-Söden-Gruppe. Ach ja, hier. Guck. Die habe ich noch, die Mary Poppins. Die finde ich wirklich toll. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob das jetzt schon alles Mission Inspiration ist, weil doch, Mission Inspiration, September 19, August 19, wir arbeiten uns von unten nach oben durch. Okay, damals habe ich noch auf sowas gearbeitet. Guckt euch das mal an, ne? Ich habe immer schon auf Resten. Warten auf Mary Poppins hieß dieses. Das war aber nicht Mission Inspiration. Wir wollen da, März 19 habe ich angefangen, Mission Inspiration. Das ist, glaube ich, mein erster, ich bin mir nicht ganz sicher, 20. März 19, da steht es drup. 20. März 19, dann haben wir 26. März 19, wenn ich mich nicht irre, ist das nicht Mission Inspiration, das war irgendwas anderes. Das waren so Häuser, die ich mal gemacht habe. Guck mal, da habe ich sie mal wieder gefunden. Dann, ich muss das mal irgendwie besser weglegen, 6. April 19, das ist Mission Inspiration auf irgendeinem Flatterpapier. Ja, ist Mission Inspiration, steht auch noch dieses Zettelchen drin. Ja, dann, da habe ich sie noch dran geklebt, auch Mission Inspiration. I would normally do this. Wie habe ich das denn? So. Ich überlege gerade, wie rum es gehört. Ich war ganz irritiert. Die Dame gehört so rum, auch Mission Inspiration. 15. April 19. Also ich war schon 19 dabei, ich weiß nicht, weil jemand sagte, du bist da ja ganz neu, warum hast du da etwas zuzusagen? Das war auch Mission Inspiration, der Zettel ist nämlich hinten drin und zwar Mai 19, also ich bin Anfang 19 angefangen mit dem Mission Inspiration, damals noch auf fliegenden Blättern hier, wie ihr seht, auf so doppelseitigen, hier ist auch Mission Inspiration, ja. Mai 19, das finde ich auch nach wie vor sehr schön, dieses hier, muss ich ehrlich sagen. Ach, ich bin ganz überrascht. Ja, eigentlich freut mich die Frage, dass ich wieder mal die Sachen entdecken kann, die ich alle gemacht habe. Auch Mission Inspiration. Haben wir ein Datum da? Juni 19, a rose is a rose is a rose, Gertrude Stein. Ja, schlicht und einfach, nicht schlecht. Ich habe damals auf allem möglichen Zeugs gearbeitet. Das gefällt mir nach wie vor richtig gut, muss ich ehrlich sagen. Paper roses, oh, how real those roses seem to me. Mary Osmond. Guck mal, was ich alles hier finde. Ja, danke für die Frage. Sie war zwar nicht so nett gemeint, aber bringt uns jetzt mal wieder zu Sachen, die ich schon gemacht habe. Fly me to the moon. Let me do, 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 do.
Ja. Alles August 19. Peace and freedom for all living beings. I have a dream. Ja, das stimmt, den hatte ich. August 19. I'm just sitting watching flowers in the rain. Das ist, glaube ich, ein Liedtitel gewesen. Das war Mission. Das ist immer Mini-Mission und Mission Inspiration. Das ist I believe in fairies. Ah, wie süß ist das denn? So, jetzt setze ich mich wieder hin. Ja, mir fiel das ein, dass ich am Anfang gar kein Buch hatte. Dann machen wir mal größer, weil das ein kleines Buch ist. Dann habe ich mir ein Buch gemacht, was ich dann auch mit dem Band wieder ein bisschen zusammenhalten musste. Was mir aber trotzdem sehr, sehr gut gefällt. Da sind wir jetzt bei Januar 21. Ich glaube, da fehlt noch irgendwo was. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wo ich das habe. Denn ich habe, nachdem ich angefangen habe, durchgehend mitgemacht. Das weiß ich. Also es könnte sein, dass jetzt noch alles Mögliche fehlt. Aber ist nicht schlimm, ne? Also es sind sehr, sehr unterschiedliche Sachen, die ich gemacht habe. The secret of life, the secret of life. Life is a journey, not a destination. 18. Januar 21. Haben wir so eins. Ui. 11. Februar. 16. Februar. Ja, also Covid-19 has made shaking hands a fond of memory of the past. Also Hände schütteln ist vorbei, ne? Seitdem. Naja. Oh, das gefällt mir auch gut. Sentiment. Also das sind immer beide drin. Mission, Mini-Mission und Mission Inspiration. Through the machine, time has become the ruler of man. Yes. We've been together since now. New Year's Eve. Oh ja. Oh Gott. Together forever, together forever. Ja, ich weiß nicht, was da die Fragestellung war, weil ich die Zettel nicht aufgehoben habe. Das ist auch süß hier. I do believe in fairies. I do. Das ist nämlich Peter Pan. Peter Pan. Oh ja. April 21. Ich kann euch die Fragen, also die Aufgabenstellung nicht mehr sagen, weil ich die nicht habe, weil ich habe die nicht aufgehoben mehr. Aber ist egal, spielt ja keine Rolle. Man kann sich die Bilder anschauen, man kann sich die Texte. Albus, Percival, Wulfric, Brian, Dumbledore. Happiness can be found even in the darkest of times of one only remembers to turn on the light. Hat Dumbledore gesagt, gell? Da sind auch noch schöne Federn reingekommen. Mein Gott. Hier ist ein bisschen rubbelig. 16. Mai 21. Ja, das war ein schlimmes Jahr für mich. Into the light. At some point I have to let him go. Das ist auch sehr persönlich natürlich, wie ihr euch vorstellen könnt. Da hat man immer damit gerechnet, dass mein Mann stirbt, aber er starb halt nicht. 16. Juni 21. Mein Mann und ich. 43 Jahre zusammen gewesen. Circus. Ich weiß jetzt die Fragestellung nicht. Juli 21. Ich blätter einfach nur mit euch so ein bisschen durch, gell? Ja. Ist interessant, wenn man mal sowas gefragt wird und selber gar nicht mehr weiß, was man alles so. Oh, das ist auch auf Stoff gestempelt. Das ist sehr schön. Das muss ich unbedingt wieder mehr machen. Hatte ich ja vor kurzem auch. Seht ihr, da war dieses kleine Büchlein, wo ich sage, ich habe es schon mal irgendwo verarbeitet. Da ist zum Beispiel eins von diesen niedlichen kleinen Bildern drin. Das finde ich, weiß die Fragestellung leider nicht mehr. Deswegen ist das ein bisschen blöd. Das ist auch, das bin ich für Mann. Damals habe ich sehr viel auf uns selber bezogen, weil es waren die letzten Zeiten mit meinem Mann natürlich. Das war mir ja bewusst. Be a fairy, dance like a butterfly. Oktober 21. Autumn blow. We use it. Ja, das sind schöne Sachen eigentlich. Da war es Oktober 21. Und dann habe ich noch ein neues Buch gemacht. Das war voll. Das ist mein neues Buch. Und Recycle like there's no tomorrow heißt das neue Buch. Das ist November 21.
Das ist auch November 21. Take this broken wings. Das war nach dem Liedtitel, Paul McCartney. Und dann haben wir, also das war das letzte November. Das wahrscheinlich, ist das auch noch November? Ist das dann halt Mission Inspiration? Nee, dann müsste das November, das müsste Dezember gewesen sein. Letzte Mal, dass ich mitgemacht habe, Dezember 21. Danach habe ich nicht mehr mitgemacht, da war mein Mann im Hospiz. Ne? Da war mein Mann im Hospiz. Also ich bin schon seit mindestens Anfang 19 dabei. Also das ist doch schon eine relativ längere Zeit jetzt inzwischen. Ne? Aber Tatsache, da habt ihr recht, mir fehlt ein ganzes Jahr. Aber das werde ich noch finden irgendwo. Ich habe noch was anderes gefunden. Das war einfach so ein schönes kleines Buch, was einfach keinen Sinn für mich machte und wo ich auch nichts anderes. Und da habe ich ganz verschiedene Sachen. Das war April 21, Seelenzauber heißt das, ist ein Bild. Das ist so mit Brushes und sowas gemacht worden und dann mit Gold und mit Feinlinern. Also ich muss sagen, nach wie vor ein schönes Bild. Ja, hier ist was eingeklebt. Das ist immer ein bisschen schwierig, wenn man hier was einklebt, weil die Küche feucht ist halt. Ne? Das ist halt ungeheizt. Ne? Das war so auch so eine Art Seelenbild, seht ihr mal, da kann man dann halt nochmal gucken, ne? Glück, Liebe, naja. Und wie es da drinnen aussieht, so ist die Seite eigentlich, ne? So ist es gedacht. Und wie es da drinnen aussieht im Gemüt, ne? Kennt ihr noch als Glas Wasser? Wahrscheinlich die wenigsten von euch, ne? Das war ein Musikfilm, ein deutscher Musikfilm mit Gründgens und so weiter. Und da war die Königin, hat dann gesagt, oh, wie es da drinnen aussieht im Gemüt, daran sind keiner, der mein Angelüt sieht. Schöne Queen, arme Queen, bam, bam, bam. Und so ging es dann weiter. Ja, eins meiner Lieblingsmusicals als Kind, habe ich das alles rauf und runter, da hatten sie eine Platte von. Nichts tun ist besser, als mit Mühe nichts zu schaffen. Das stimmt. Juli 21, das ist so ein Parallelbuch, wo ich dran gearbeitet habe, wenn ich so kleine Collagen machen wollte. Ah, da kann man was aufmachen. Oh, ui, das ist aber eine schöne Seite hier, oder? Wer bin ich? Leidenschaft, Lebensfreude, Offenheit, Lebensreise, neue Wege, Vertrauen, Zufriedenheit. Blumenkind. Oh, die Bilder waren noch schön. Entweder aus Happiness oder sowas wahrscheinlich. Damit kann man sehr, sehr gut basteln. Ah, guck mal, wer bin ich, die Seite? Ich will lieber ganz sein als gut. Und dann steht hier auch neu, wie August 21, ja. Ach, das war mein letztes. Nee, da kommt noch eins. Befreiung. Zur Ruhe kommen. Freitag, August, 13. August 21. Und dann, wir brauchen Zeit fürs Nichtstun. Früher in der Kindheit steht hier. Da hatten wir diese Automaten noch, erinnert ihr euch dran? Ja, das sind so Collagen. Ja, da sind sogar noch ein paar Seiten, die ich machen könnte. Oh mein Gott. Ja, das ist jetzt schon fast alles, was ich euch zeigen konnte. Ja, ich will die Uhr mal ausstellen. Die wird nämlich jetzt sofort gleich schellen. Ich drücke mich gerade so ein bisschen noch. Ihr werdet es vielleicht verstehen. Ich muss jetzt gleich rausgehen und ein Grab ausheben. Habe ich so ein bisschen Schiss, dass ich es nicht schaffe, weil es so anstrengend ist mit dem Boden. Der ist so schwer hier und da sind Steine drin und viele Äste und der ist so hart und ich habe keine Kraft in den, gerade in den Beinen, auch im Knie und sowas alles. Oh. Ja, und das kommt dazu, mein Mann hat das immer gemacht. Natürlich, dem fiel das nicht schwer. Der hat eine dicken, fetten Arbeitsschuhe angehabt, wisst ihr, die mit den Stahlkappen und die haben eine fette Sohle und da kann man dann auch auf den Spaten und der hatte ja gesunde Knochen, zumindest damals noch. Ja, mein Mann fehlt mir sehr. Der hat mir natürlich sowas abgenommen immer. Der hat die Löcher gegraben, der hat die Beerdigung. Ich meine, natürlich bin ich mit hingegangen und wir haben das Tier in die Erde gelegt und so weiter und so weiter. Das ist selbstverständlich, aber ich brauchte mich nicht darum, das Graben und so kümmern und sowas alles. Ne? Naja. Ja, mein lieber Benny, aber er muss unter die Erde. Ich kann ihn ja nun nicht stehen lassen. Das geht ja nun alles nicht. Ne? Ja. Danke für viele liebe Kommentare in dieser Sache, weil viele von euch haben ja auch selber Tiere und können sich vorstellen, wie schwer es ist, wenn man so ein Tier verliert. Das weiß ja jeder, der so ein bisschen
mit Tieren zu tun hat, ist es halt immer wieder von Neuem schwierig und es ist traurig. Und ja, das ist jetzt der erste, der nach meinem Mann stirbt. Und ich habe immer gestern gesagt, mein Gott, Theo, hol ihn ab. Es ist jetzt gut, hol ihn jetzt ab. Ich habe gesagt, hol ihn ab. Ich denke, meine Tiere, also ich stelle mir das so vor, ob das so ist, weiß ich natürlich nicht. Aber ich denke, mein Mann ist jetzt bei unseren vielen Tieren. Ich weiß nicht, ob er da so ein Interesse dran hat, ob das bei ihm wirklich so ist. Bei mir ist es halt so, ich will nur zu meinen Tieren zum guten Schluss und dann bin ich gut zufrieden und zu allen Tieren eigentlich, nicht nur zu meinen. Also bei mir kann jeder kommen, jedes Tier kann zu mir kommen, immer, war schon immer so, ne? Ich sag für heute Tschüss, gebastelt wurde halt nicht, wurde halt nur ein bisschen Tee getrunken und rumgequatscht. Ja, ihr seht, ich kann mich nicht losreißen von dem Tisch, weil ich drücke mich wirklich davor, dieses Grab nun auszuheben gleich. Ne? Das ist nicht so unangenehm. Alles und etwas anderes noch, ich habe jetzt eine der nächsten Sachen, die ich machen werde, ist Papier mit Zwiebel nochmal färben. Das hatte ich ja schon mal gemacht. Da ist mein Weihnachtsbuch ja mit bestückt gewesen. Das hat mir sehr gut gefallen, das gelbe Papier. Und ich habe einiges an so kleinen Blüten aufgehoben und da will ich nochmal so ein Fake durch handgeschöpftes Papier machen. Ihr wisst schon, mit so Servietten und so, ne? Haben wir ja oft genug gesehen bei anderen auch. Ich habe das ja auch schon gemacht und meins ist, soweit ich weiß, komplett aufgebraucht worden. Da habe ich nichts mehr von übrig. Ja, das war's heute vom Sonntag. Ja, ich habe gestern Abend doch tatsächlich noch den Rasen gemäht. Gestern späten Nachmittag habe ich komplett alles noch gemäht. Danach war ich aber dann endgültig tot. Das muss ich ehrlich zugeben. Und mir tun die Schultern und die Arme weh und die Hüfte tut weh. Oder ich frage lieber an und sage, was nicht weh tut, müsste ich jetzt hart überlegen. Fällt mir gar nicht ein. Selbst der Kopf tut mir heute Morgen weh, weil ich so viel gemacht habe. Ja, ich wünsche euch trotz alledem, lasst euch nicht runterziehen von meiner ein bisschen gedämpften Laune und Stimmung. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und wünsche euch eine gute Woche. Kommt gut rein. Der Film wird morgen, also am Montag, erst online gehen, denke ich mal. Macht's gut, ihr Lieben. Ich wünsche euch was. Passt auf euch auf. Auf Wiederschauen. Schön, dass ihr wieder dabei wart bis zum Ende. Ich danke euch dafür. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß und ihr habt vielleicht einige Ideen mitnehmen können oder Anregungen. Naja, auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, alles Gute. Auf Wiederschauen.